Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir haben beim letzten Mal uns um unsere Tierwesen gekümmert und haben mit Natty gesprochen über ihre Gefühle, was ihren Vater betrifft und auch Harlow und Rookwood und so weiter. Und jetzt wollen wir uns mit Poppy in der Nähe von Irondale treffen und ja, mal schauen, was sie uns da zu sagen hat. Dafür gucken wir mal auf die Karte. Hier sind wir in der letzten Folge oder am Ende der letzten Folge stehen geblieben. Und wir schauen mal, genau, Irondale war hier unten. Ein Dieb in der Nacht. Ein Händler in Irondale scheint über etwas verärgert zu sein. Ich sollte mich vorstellen und sehen, was los ist. Das Ganze können wir natürlich noch nebenbei machen. Wir werden hier schnell reisen, werden dann noch die Nebenmission annehmen und können dann auch schon, ja, mit Poppy quatschen. Schauen wir mal. Alright. Vorsicht, ich komme. Draußen donnert's, also falls man was hören sollte. Das ist draußen. Also ne, nicht erschrecken. Ja, wer braucht... Eben. Wer braucht Schlüssel, wenn man Alohomora kann? Ich weiß nicht, ob das so geplant ist oder ob das Interface hier einfach nicht geladen ist, weil das sieht ganz schön oll aus. Aber es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie ein altes Schloss oder so zeigen soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das ganz, ganz weird aus, finde ich. Gut. Die Strache, der ist ja süß, okay. Gibt es hier auch noch einen oben? Nee, ne? Nee, okay. Diese Schatztruhen zeigen ja auch immer nur diese Sammlungsgegenstände an sich. Mann, bin ich hier hängen geblieben. So. A3 Kagati? Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Porrick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen, Schwester oder nicht. Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von ihnen war. Nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Und erpressen kann man niemanden. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Ja, die machen ja sowieso nichts. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen sie längst im Bett sein. Ja, genau. Ich sehe aus wie ein Baby. Vielen Dank. Es tut mir leid. Sorry, dass ich Ihre Zeit in Anspruch genommen habe. Undankbares Stück. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen, wenn es dunkel ist. Ja, dunkel Schmunkel. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ja, da fliegen wir mal lieber runter. Poppy, ich komme von oben. Hallo. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht. Aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein.
Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nach treibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht, oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Jawohl, rein nach. Wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Wir werden es herausfinden, würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Mondsteingarten, wenn der schon so heißt. Ne? Da muss natürlich auch dann Mondstein drin sein. Aber gefühlt treiben wir uns ja sowieso 50% unserer Zeit nur noch in irgendwelchen Höhlen rum. Also von daher. Du glaubst die über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Spinnen, herrlich. Akio. Die mag ich am liebsten. Revelio. Die mag ich am liebsten. Confrinto. Jawohl, moin. Servus, ich habe das Gefühl, hier geht's wirklich weiter. Was ist denn... Revelio. Hier geht's nicht lang, wo geht's denn hier lang? Ja, dachte ich's mir, hier wäre nämlich so ein Nebenraum. Aber hier ist auch nicht wirklich viel drin, ne? Also... Manchmal diese Nebenräume sind auch einfach nur Scam. Ehrlich gesagt. Gut, also da sehe ich schon mal eine große Spinne. Ehrlich? Zumindest schlummert da irgendwas um der Ecke. Ich glaube, es ist eine Spinne. Nice. Good job, Puppy. Good job, Poppy. Zack. Ah ja, guck mal, hier ist ein Knöterich, okay. Alright, alright, alright. Was machen wir damit? Natürlich, also ich weiß, was wir damit machen. Ah, nee, warte mal. Ach nee, hier musste ein Schmetterling rein. So war das. Ja, 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 ja. Okay. Gut, da hoch geht's. Wie wir da hochkommen? Wahrscheinlich durch diese Tür. Ja, warte mal. Wir müssen... Pulse. Wie kommen wir da hoch? Oder kommen wir hier hoch, wenn wir hier den Schmetterling raufsetzen? Kann natürlich auch sein. Mal gucken, wo der Schmetterling ist. Wahrscheinlich muss man nochmal zurückkehren. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Okay. Revelio. Super. Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Siehst du Fupa-Federn? Akio. Genau die brauchen wir doch noch. Mein Gott, ist aber auch immer eklig, wenn da dieser Mondstein hier ist und die vollen Spinnen rauskommen. Frage ich mich, ob er beschützt wird. Hier geht's lang. Confrinto. Okay. Na gut, wir gehen erstmal hier hoch. Einmal Revelio. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Genau, Rätsel. Okay. Wie war denn das? Erst das und dann geht die Tür auf, ne? Also erst dieses Triforce und dann der Ring hier? Ich denke, wir sollten Motten finden. Ja, auch. So und so. Und dann geht die Tür auf, genau. So. Alright, so, diese Tür hat die... das da, den Ring und dann den. Das heißt, so. Jawohl. Okay, machen wir gleich. Das brauchen wir als letztes. Dann haben wir Triforce und das. Akio.
Okay. Einmal auf. Okay. Achso, die können wir hier gleich hinzufügen. Ja, okay. Nee. Lumos. Ich gern ein Demigeist. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Ah ja, okay. Lumos. Lumos. So, und das öffnen wir mit... Nein. Akio. Dem und dem. Und hier war ja nur Gold hinter. Okay. Werden die eigentlich wieder frei? Lumos. Lumos. Ja, werden sie tatsächlich. Okay. Das heißt, egal. Wir könnten mit... Ich bin sicher, ja. Wir finden einen Weg hinüber. Ja, warte mal. Aber hier war ja noch dieses Rätsel, ne? Wir konnten ja hier noch lang gehen. Ich würde das nämlich mal gerne ausprobieren. Ja, wenn wir springen, geht das nicht mehr. Ist ja natürlich doof. Wisst ihr, ich dachte nämlich eigentlich, weil wir hatten ja hier hinten noch dieses Rätsel. Oder kommen wir hier noch irgendwie anders an so ein... Nee, müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt das auch erst später. Aber wir kommen ja hier drüber nicht ohne zu springen. Und dann gehen nämlich die Schmetterlinge wieder weg. Das heißt, das funktioniert leider nicht. Aber was wir natürlich machen können, was ich auf jeden Fall machen werde auch, Lumos. Jetzt den hier nochmal mitnehmen. Den werden wir ja da nochmal einfügen müssen. So, dann schauen wir hier erstmal. Okay. Gut. So, und jetzt nehmen wir den nochmal mit. Ich glaube nämlich, jetzt geht das. Jetzt können wir den nämlich hier mitnehmen. Hier rüber gehen. Ja, guck mal, hier brauchen wir den sowieso. Eins. Ah, warte mal. Ah, ja, nee. Kann ich den nochmal mitnehmen? Den kann ich nochmal mitnehmen. Hier hinten ist ja auch nochmal so ein Ding. Okay. Was hat das jetzt freigegeben? Ah, einen anderen Schmetterling. Okay, ja, das sind die drei Schmetterlinge, die wir brauchen. Lumos. Okay. Dich brauchen wir. Dann brauchen wir Lumos. Dich. Okay, ja gut. It was a Rätsel. Natürlich. Verwundert mich jetzt auch nicht zu sehr, denn es ist ja immer der Rätsel. So, und wenn wir den jetzt aber nehmen, müssen wir aber schnell wieder Lumos. Rüber, oder? Weil die Brücke geht doch dann rein. Oder nicht? Komm rüber, Poppy. Du hast es geschafft. Ja klar, habe ich es geschafft. Oh. Bumm. Oh ja. Incendio. Oh, warte mal. Confringo. Defindo. Excelliamus. Pompada. Arresto Momentum. Confringo. Excelliamus. Defindo. Defindo. Okay, super. Jawohl. Alright. Jetzt nochmal die Schmetterlinge mitnehmen. Geht das? Nee, nix Repau. Nee, geht leider nicht. Okay. Na gut. Hätte gedacht, eventuell aber. Sieh mal, dort wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an. Ja. Da geht's wahrscheinlich rein. Tauchen wir mal. Schauen wir mal, was da so... Ah ja. Und auf der anderen Seite wieder raus. Okay.
dem Meer liegt. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Das ist aber auch eine crazy Höhle, ne? Deck. Ah, ja, okay. Ja, verstehe. Bei dem, was Fupa anrichten könnte, Revelio. Ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass Revelio. Die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Wir haben ihn. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Wie auch immer man den Schmetterling dahin bringt. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Was es auch ist, es hat besser mit Schnatzern zu tun. Was das betrifft, rennt uns die Zeit davon, oder? Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Da drüben? Oh. Warte mal. Uiuiui. Kommen wir denn hier runter? Wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Na gut, dann werden wir mal das Ei hier reinmachen. Sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Ja, ich würde auch sagen, genau hier. Mondkalb. Oh, how sweet. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin, ich... Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl.
Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Da waren so viele Wilderer in dem Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden. Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Okay, sehr interessant. Poppy stammt also von Wilderern ab. Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Gut, ihr Lieben, und das soll es dann auch mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Und ciao, ciao.